Willkommen bei Military Miniatures Magazin www.miniatures.de. In dieser Ausgabe befassen wir uns mit den deutschen Fallschirmjägern von Airfix im Maßstab 1:76. Die 14 verschiedenen Figuren sind anatomisch korrekt gestaltet. Leider fehlt aber einiges an Ausrüstung. So hat keine der Figuren einen Brotbeutel bekommen, an dem normalerweise die Feldflasche befestigt war. Stattdessen hängt die Feldflasche direkt am Koppel. Diesen Fehler werden wir jetzt im ersten Schritt beheben und wir korrigieren dabei auch die falsche Trageweise der Feldflasche, denn bei einigen Figuren hängt die Feldflasche links am Koppel, bei anderen hinten in der Mitte und bei wieder anderen rechts am Koppel. Für die Reparatur verwenden wir die zwei Komponenten Modelliermasse Green Stuff von Citadel, die sehr gut an den Figuren klebt und sich leicht verarbeiten lässt. Für die 14 Brotbeutel der Fallschirmjäger genügt eine ungefähr erbsengroße Kugel Green Stuff, deren Verarbeitungszeit bei ca. 45 Minuten liegt. Die irrtümlich in der Mitte des Koppels befestigte Feldflasche dieses Fallschirmjägers wird mit dem Cutter vorsichtig entfernt. Anschließend rollen wir eine kleine Menge Green Stuff zu einer Kugel von der Größe eines Stecknadelkopfes und drücken dieses Kügelchen fest gegen die rechte Hüfte der Figur. Was jetzt wie ein großer Pfannkuchen aussieht, wird mit dem Modellierwerkzeug in die richtige Form gebracht. Dazu wird mit der Messerspitze des Werkzeugs am unteren Rand des Koppels ein Schnitt gesetzt und die überschüssige Modelliermasse abgehoben, sodass der künftige Brotbeutel bündig mit der Unterkante des Koppels abschließt. Anschließend setzen wir rechts und links leicht schräge Schnitte, damit der Brotbeutel unten breiter wird als oben am Koppel. Nun kann die Feldflasche in die noch frische Modelliermasse gedrückt werden, fest genug, damit sie sich verbindet, aber nicht so fest, dass der Brotbeutel seine Form verliert oder sich um die Feldflasche herum ein Wulst bildet. Anschließend wird der Deckel des Brotbeutels herausgearbeitet, indem wir mit der Messerklinge des Werkzeugs an den Seiten und unten feine Falten und Trennlinien einarbeiten. Beim nächsten Fallschirmjäger wiederholen wir das gleiche Spiel. Die Feldflasche wird mit dem Cutter entfernt, eine kleine Menge Green Stuff wird an die rechte Hüfte gedrückt und der Brotbeutel dann mit dem Modellierwerkzeug in Form gebracht.
Die Schäden, die an der linken Hüfte durch das Entfernen der Feldflasche entstanden sind, werden im nächsten Schritt durch das Anbringen eines Feldspatens beseitigt. Die 14 verschiedenen Fallschirmjäger mit neuen Brotbeuteln auszustatten, dauerte 45 Minuten, also etwa 3,2 Minuten pro Figur. Kleine Korrekturen wie diese sind eine gute Übung, um das Modellieren besser zu lernen und später auch kompliziertere Veränderungen vornehmen zu können. Der fehlende Brotbeutel ist leider nicht der einzige Mangel dieser Airfix-Figuren. Im nächsten Tutorial werden wir uns mit dem Klappspaten bzw. dem Feldspaten befassen und außerdem versuchen, die fehlerhaften Patronentaschen der Gewehrschützen zu ersetzen und, wenn es dann noch klappt, die Magazintaschen der MP-Schützen ergänzen, denn die sind alle nur mit einer Magazintasche unterwegs. Das ist ein bisschen wenig für Fallschirmjäger. Sobald die Korrekturen alle ausgeführt sind, geht es dann mit dem Bemalen der Fallschirmjäger weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.